So, und damit ein herzlich willkommen zu Skyrim. Weiter geht's. Wir haben ja hier immer noch dieses kleine Banditen-Dingsbumster-Problem. Der hat uns ja das letzte Mal ziemlich aufs Korn genommen. Probieren wir es mal. War es das etwa schon mit meinem Schutzgeist? Das schaut so aus. Na, der Schutzgeist ist ja für ein Po. Der bringt ja mal gar nichts. Schnell irgendwas essen. Auch wenn es mir wahrscheinlich jetzt gerade nichts bringt. Schnell ein bisschen Brot, Wurst, ach alles rin. Was bringt ja alles überhaupt nichts. Aber wir können mal ein bisschen Gewicht sparen. Mammutrüssel ziehen wir uns auch in rein. Sack voll Mehl, so. So, sind wir schon wieder am Eimer. Objekte, Tränke. Ausdauer, Magie. Gesundheit, Heilung, Regeneration. Nun ja, ist wohl Nee. weggelaufen. Ja, ist weggelaufen. Was war das? Gut, also mit dem brauchen wir uns noch nicht anlegen. Das wird noch nix. Nö. Nö, 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 nö. Ist zwar doof, ich laufe jetzt nicht gerne mal weg, aber was soll man machen? Dieser Banditenanführer haut uns noch gewaltig auf die Nüsse. Wir haben den Drachen besiegt, aber mit so einem komischen Bandit wären wir nicht fertig. Das ist ja wohl ein Witz. Naja. Schade, schade, schade. Was machen wir denn dann dafür? Den aus der Gefangenschaft. Das war ja auch zu weit weg, wa? Ja, das ist ja auch irgendwo am Arsch der Welt. Sprich mit den Graubärten. Wo ist denn die Schlangenfinsterschanze? Wo ist denn das? Noch weiter weg. Der Segen bringt Nesselfluch. Wo ist ein Nesselfluch? Wo ist denn das? Weißenfels. Da könnten wir doch mal hin. Ja, dann gehen wir doch mal nach Weißenfels. Und wenn wir schon mal da im Gebirge sind, vielleicht dann gleich mal mit da hoch zu Dingsbums. Na, ihr wisst schon, hier zu den Hochrotgar. So, na dann. Lass mal wegstecken, das Ding da. Was haben wir denn hier wieder? Eine ganze Reihe an irgendwelchen Katakomben-Zeugs. Ist auch mitten wieder in der Nacht. Oh, 2 Uhr am Morgen. Wir schleichen durch die Wildnis. Ich glaube, diese Bärentatze da oder was das ist, die Tatze werden wir bald finden. Oder die uns. Dann sparen wir mal lieber ein bisschen Ausdauer auf und ja, laufen mal normal weiter. Das sind bestimmt wieder irgendwelche Viecher.
Nee. Das sind Pferde. Falkenring, Lager der Sturmmäntel. So schlimm kann es nicht sein, wenn ihr Zeit habt, hier rumzujammern. Hallo. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Die Soldaten werft einen Blick darauf. Ja, auf was? Was hast du denn Schönes? Eisenpfeile. Orkpfeile. Mhm. Ist auch nicht schlecht hier. Erfüllt einen Seelenstein mit Seelen. Habe ich irgendwas zum Entsorgen? Ein Bogen? Solange die Monde am Himmel stehen, brennt das Ziel für 15 Schadenspunkte? Was? Ah, nee. Solange die Monde brennt das Ziel. Hm, noch so ein Ding. Weg. 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 Ja, die Barren heben wir erstmal noch ein bisschen auf. Gewicht 2, das kommt alles erstmal weg. So. Wir brauchen Geld. Boah, die Verletzten. Der stirbt ja gleich vor sich hin. Das soll man nicht so übertreiben. Ah, die Tränke nehmen wir doch mit. Die braucht ihr doch bestimmt nicht. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Zuerst haben sie uns so genannt, um unsere Sache lächerlich zu machen. Aber wir haben gar nichts dagegen, nach Ulfrichs Sturmmantel benannt zu sein. Dem einzig wahren Großkönig von Himmelsrand. Wir sind die wahren Söhne und Töchter von Himmelsrand und Ulfric. Er ist der wahrste von uns allen. Wir kämpfen, um unser Land zu alter Größe zu führen, um starke, edle Tane an die Macht zu tragen und falsche Jarl sowie die Feiglinge, die sich hinter ihnen verstecken, zu stürzen. Der Klang unseres Zorns ist wie der eines Sturms, der auf die Köpfe unserer Feinde niedergehen wird. Unsere Freundschaft ist wie ein Mantel wahrer Brüderlichkeit für alle, die ihn tragen. Alles klar. Ulfric führt hier keinen Verein. Ihr tretet überhaupt nicht bei. Entweder seid ihr ein wahrer Sohn von Himmelsrand oder ihr seid es nicht. Wenn ihr dazugehört, dann macht euch auf nach Windhelm und redet mit dem Mann selbst. Wenn nicht, tja, dann verschwindet ihr am besten, bevor es ungemütlich wird. Hm. Himmelsrand ist die Geburtsstätte der Menschheit, die Geburtsstätte der Ehre. Und diese schneebuckligen Kaiserlichen haben sich von beidem losgesagt, als sie vor den Talmor kuschten. Noch schlimmer, um seinen Anspruch auf den Thron bezahlen zu können, verkauft der Kaiser Himmelsrand und sogar unsere Götter, ja selbst Talos, an die verdammten Elfen. Und was hat Torik getan? Er und die Jarl, die ihn unterstützt haben? Sie haben das Gold des Kaisers angenommen. Sie haben ihr Volk verraten für den Friedensvertrag eines Sklaventreibers. Ulfric hat das Richtige getan, als er ihn tötete. Bald erlösen wir Himmelsrand von den Elfen, ihren elenden Statthaltern und den Jarl, die sie in der Tasche haben. Diese ganze verdammte Bande. Und wir hacken uns einen Weg durch die Armee, um an sie heranzukommen. Boah, klingt doch gar nicht mal so blöd. Der Menschheit, die Geburtsstätte der Ehre. Und das brauchst du ja nicht. Diese schneebuckligen Kaiserlichen haben sich von beidem los sagt, als sie von Also gut. Was haben wir hier noch? Noch eine Hütte? Das Brot ist fast an. Hoffentlich trifft der Nachschub bald ein. Darf ich mir ein Pferd von euch ausleihen? Nein. Schade. Ich hätte es auch bestimmt wieder nicht zurückgebracht. So, wo sind wir denn jetzt hier? Feigenring. Das heißt, wir sind doch eigentlich schon fast da.
muss doch mein Ziel irgendwo dahinter sein. Da unten. Theoretisch. Jetzt muss ich nur noch praktisch da irgendwie lebend runterkommen. Dahin, dahin. Zack. Also irgendwas ist ja schon mal hinter mir her. Wow. Hexen. Wow, wow, wow. Da kriege ich ja gewaltig auf die Nüsse. Ich weiß gar nicht, von wo das überall herkommt. Nicht schlecht. Ich glaube, für diese Missionen in der Wildnis bin ich dann doch noch ein bisschen schlecht gerüstet. Ah, naja. Mist. Wir haben mal wieder das Speichern vergessen. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder da oben. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Werft einen Blick darauf. Ich glaube, ihr habt... Zuerst haben sie uns... Wir sind die... Wir kämpfen. Der Klang unseres Zorns ist wie der ein... Ulfric führt hier keinen Verein. Ihr... Wenn ihr dazugehört, dann macht euch auf nach Windhelm und redet mit dem... Himmelsrand ist noch schlimmer. Um seinen Anspruch auf den Thron bezahlen zu können, verkauft der Kaiser Himmelsrand und sogar unsere Götter, ja selbst Talos, an die verdammten Elfen. Dann gehe ich mal. So, da sind wir wieder. Speichern. Jetzt passt's. Dann können wir jetzt nochmal schauen, was wir mit diesen Hexen da anstellen. Haben die uns schon wieder entdeckt?
Kann doch eigentlich gar nicht sein. Na toll. Nee. Ihr hört ja auch nicht auf. Von wo werde ich denn schon wieder überall flambiert? Ist jetzt sicher weg. Eieieiei. Ich komme ja aber von überall. Das kann doch nicht sein. Die sehen mich, obwohl ich die noch nicht sehe. Die wissen, dass ich da bin. Hier drüben. Und da kommt die nächste. Boah, bin ich schon wieder Matsch. Gut, das wird auch noch nix. Ja, eine Folge voller Fehlschläge. Aber wir haben zumindest hier oben welche gefunden. Was können wir denn da machen? Bringe den Mammutzahn zu Isolda. Wer war Isolda? Irgendjemand in Weißlauf. Dann reisen wir halt nach Weißlauf. Ich glaube, dann gehe ich doch erstmal so ohne Missionen weiter. Gucken wir noch ein bisschen die Umgebung an. Weil das klappt doch noch nicht so ganz. Leider, leider. Sind doch noch ein bisschen zu schwach. Oder gehen wir doch mal, wie es uns die Mission vorschlägt, zu Hochrodgar. Wer ist denn Isolda? Meine Güte. So. Wird mir das nicht angezeigt, wo die ist? Nee, natürlich nicht. War die hier irgendwo drin? Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen bist, habt. Du bist Soldat? Nee, du bist. Ihr seht etwas blass aus. Arka. Irgendwas? Interessiert. Eigentlich wollte ich hier auch nur ein bisschen was loswerden. Was wiegt denn ziemlich viel? So ein Rüssel. Wildbret, ja, das hätte ich gerne so gekocht. Oh, das geht eigentlich. Zutaten, Knochenmehl. So, haben wir mal ein bisschen was weg. Ja. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jeder. Nee, ich suche Isolda. Kann mir jemand mal sagen, wer Isolda ist? Bitte entschuldigt. Aber haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Ah, ja. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit... Danke. Da dürfte die alte Katze große Augen machen. Vielleicht kann ich eines Tages selbst Karawanenführer werden. Wie versprochen werde ich euch etwas über das Falschen beibringen. Wir wollen ja nicht, dass ein windiger Händler euch zu einem schlechten Geschäft verleitet. Nö. Ja. Das muss... Das Schlimmste ist... dass niemand sie in den Städten haben will. Das hat vor allem mit dem Ruf zu tun. Ah ja, ein sind voller Katzen. Apfel steckt 100 Gesunde an. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Lebt wohl. Die ist ja richtig nett zu uns. So, was haben wir denn noch? Gesichtsform Riften, argonisches Bier, Sturmmäntel, Winterfeste, Azura... Ja, ist alles ein bisschen weit weg. Nein.
Wie komme ich denn nach Hochrotga? Wahrscheinlich von dem Lager aus hier hoch. Na, dann reisen wir mal dahin und gucken mal. Gehen wir doch mal zum Hochrotga. Sind wir doch ja schon irgendwo in der Nähe, theoretisch. Der Weg hört hier auf. Soll das nicht hier irgendwo hochgehen? Ah, warum setzt du denn immer überall deine blöden Markierungen? Irgendwo da hoch, zu Hochrotga. Irgendwo da oben. Na, dann schlagen wir uns mal durch die Berge. Mal schauen, ob man da irgendwo hochkommt. Immer schön querfeldein. Nee, das ist zu steil. Da kommen wir schon mal nicht hoch. Da auch nicht. Und da ist das Lager und drüben geht es ja wieder runter, wo diese Hexen waren. Muss ich mich da an diesen Hexen vorbeischleichen? Das wird wahrscheinlich das Problem. Die sehen mich immer und überall. Ja. Ich hab euch doch gar nichts getan, ihr blöden Hexen. Von wo treffen die mich denn? Da steht eine. Oi, 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 oi. Das sind so viele. Das sind ja 5, 6, 7, 8 Hexen. So auf das ganze Gebiet verteilt. Hallo, Fralia, mein Schätzchen. Und die finden mich ja immer. Gibt es vielleicht von hier hinten noch irgendwie einen Weg hoch? Aber das schaut nicht so aus. Der Weg geht hier irgendwo rum. Da irgendwo durchs Gebirge. Wisst ihr was? Wir erkunden einfach hier mal ein bisschen. Wir reisen zu dem Wachturm und schauen uns dann da in der Wildnis einfach mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch irgendwas Schönes, so ein bisschen bessere Waffen, bessere Rüstung, irgendwas, was uns hilft. Ja, das machen wir so. Ich glaube, ich habe in Skyrim, haben die am, wir haben den Schwierigkeitsgrad auch auf Maximum gestellt. Wir wollen es ja nicht so einfach haben. Also, wenn man es auf leicht stellt, dann kann man ja schon ziemlich am Anfang, ja, mehr oder weniger alles niedermähen. Da hat man ja nicht wirklich einen Gegner. Huh, was hast du denn für eine Kuh dabei? Hallo? Ich würde an eurer Stelle bleiben, wo ihr seid. Warum? Ich bin zu einem Lager der Riesen unterwegs und ich kann nicht garantieren, dass diese Monster euch nicht für einen Teil der Opfergabe halten. Haltet Abstand, dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Und warum? Ich habe alles im Griff. Danke für das Angebot. Hä? Die Kuh natürlich. Andere machen das anders, aber ich habe festgestellt, dass ein Tieropfer die Riesen meist von unserem Vieh fernhält. Manche halten es für Aberglauben, aber ich glaube, es funktioniert. Bislang hat noch kein Riese eins von meinen Viechern getötet. Aha. Es ist Tradition. Wir kennzeichnen das Tier, um die Riesen wissen zu lassen, dass wir es ihnen freiwillig überlassen. Eine Art Friedensangebot. Okay. Danke. Passt gut auf euch auf. Ich glaube, der lebt nicht mehr lang.
Das würde ich mir gerne mal mit anschauen. Gibt's hier noch irgendwas? Ne. Alles kaputt. Das gucke ich mir mal mit an mit dem. Da oben die Riesen drin. Nee. Das sind irgendwelche anderen Typen. Das ist irgendein Banditenlager, glaube ich. Schaut zumindest so aus. Na gut, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. In der Folge ist leider nicht ganz so viel passiert, wie ich eigentlich mir erhofft hätte. Aber naja, das gehört auch dazu. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da und bis dahin, macht's gut.